Bombenanschläge und Attentate erschütterten Französisch-Algerien. Eilig zusammengezogene Truppenverbände durchstöbern die Ortschaften an der Grenze, wo sich die aufständischen Nationalisten mit den tunesischen Felagas vereinigten. Die bisher so ruhige Besetzung Frankreichs in Nordafrika wurde über Nacht zu einem schwelenden Brandherd. Die Terrorakte der Aufständischen forderten zahlreiche Menschenleben. Immer mehr Truppenverbände greifen in Algerien in den Kampf gegen die aufständischen Eingeborenen ein. Panzerverbände mussten die Stadt Batna freikämpfen. Die Aufstandsbewegung hat nun auch auf Westalgerien, wo bislang Ruhe herrschte, übergegriffen.